ich glaube, ich werde rot im Gesicht, wenn ich mir das nochmal klar mache, was für emotionale Erlebnisse wir hatten mit unserem Team. Wir lassen zu, dass da immer noch, ich glaube jetzt im fünften Jahr, eine Brandruine steht. Und ich habe die Befürchtung, dass diese auch enge Haushaltslage, die mit dem Schwimmbad zusammenhängt, dazu führt, dass man sagt, nee, da machen wir jetzt gar nichts. Und es ist so widersprüchlich. Aus dem Land, aus dem Bund wissen wir, dass es Förderprogramme gibt, um Innenstadtentwicklung zu fördern, neue Konzeptionen zu entwickeln. Das wird von der Politik hier nicht gewünscht. Was hältst du von Unobuch? Ich finde Unobuch klasse, weil man sich unkompliziert online absichern kann, zu kleinen Beiträgen. Und das Beste ist, dass man sich über Cashback die Beiträge zurückholen kann. Und du? Es funktioniert ohne Gesundheitsprüfung, es ist für jeden abschließbar und jede Einkommensklasse kann abgesichert werden. Unobu sichert dein Einkommen. Auf eine Tasse Tee mit Peter Kurs. Jetzt ist es amtlich, auch 2G in Schleswig-Holstein im Einzelhandel. Was das für gesellschaftliche, aber auch wirtschaftliche Folgen haben kann, das wird mein Teegast wissen, denn er ist Vorsitzender von Husums größten Gewerbeverein und natürlich auch Geschäftsführer von CJ Schmidt. Außerdem müssen wir über die Husumer, über die große Husumer Stadtpolitik sprechen und natürlich auch über das zurückliegende Corona-Jahr 2021 bei CJ Schmidt. Es gab gewiss Höhen, aber natürlich auch Tiefen. Darüber wollen wir jetzt bei einer Tasse Tee vom Teekontor Nordfriesland sprechen. Und ich sage Moin, Peter, schön, dass das mit uns beiden hier am Samstagmittag geklappt hat. Moin, Tore, ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung. Peter, ich habe wie gewohnt drei Fragen mitgebracht zum Reinkommen, um dich auch persönlich etwas näher kennenzulernen. Und meine erste Frage direkt an dich. Was ist denn eigentlich dein Lieblingsessen? Mein Lieblingsessen? Ah. Und darf ich deine Vermutung anstellen? Ja, nein. Wir hatten im Vorgespräch gehört, was du heute Morgen hattest und auch gestern Abend. Deswegen denke ich, vielleicht Lachs? Nee, da muss ich dich jetzt enttäuschen. Also Lieblingsessen, das geht so in die Richtung Spaghetti Bolognese. Tatsächlich? Ja. Ja. Hier oben? Oder? Also ich mach's sehr gerne selber. Ach, lustig. Ja. Am liebsten dann so im Urlaub, so an Bord vielleicht. Aber unser Bolognese-Rezept, das ist eigentlich sehr klassisch. Ich glaube, das ist seit 50 Jahren das gleiche Rezept. Ja. Das schmeckt auch so richtig gut. Sehr schön. Dann hast du eigentlich Netflix oder irgendwas dergleichen? Ja, also ich sage jetzt mal, wir haben zu Hause Netflix. Meine Kinder haben mir das ehrlich gesagt so ein bisschen nahegelegt. Mhm. In den Corona-Zeiten, in den Lockdown-Phasen ist man ja fast nicht ohne Netflix irgendwie ausgekommen. Und ist so. Ich habe in der Tat auch dieses Serienphänomen natürlich genauso erlebt. Und da gibt es ein spannendes Programm. Deine Lieblingsserie? Oh Gott, wie heißt die jetzt? Die ist, sind wir neu drauf gekommen, es ist ein dänisches Format. Follow the Money. Follow the Money. Follow the Money. Follow the Money heißt es. Heißt es. Sehr schön. Letzte Frage zum Reinkommen. Was ist denn überhaupt dein liebstes Kleidungsstück beim Mann? Du musst es ja wissen. Also beruflich gesehen ist es ein blauer Blazer. Mhm. Der muss jetzt nicht mehr Goldknöpfe und zweireihig sein. Heute trage ich Nadelstreifen, das finde ich eigentlich auch ganz schön. Ich bin eher so ein bisschen klassischer Typ, aber man kann Klassik eben auch aufbrechen. Man muss keine schwarzen Schuhe zum dunkelblauen Nadelstreifen anziehen. Man kann auch mal braune Wildlederschuhe dazu anziehen. Das ist so ein kleines bisschen gebrochen wird, diese Klassik. Das finde ich eigentlich ganz schön. Gut, dann vielen Dank schon mal für die teilweise persönlichen Einblicke. Wollen wir jetzt über das Geschäft sprechen? Ich hatte schon eingangs angekündigt, 2G herrscht ab heute im Einzelhandel. Ja. Ich kam heute Morgen rein hier, hatte schon alles vorbereitet, Ausweis, Impfnachweis in der Hand. Aber bin dann durchs Haus stolziert, ohne dass ich kontrolliert wurde. Wie läuft das denn überhaupt ab? Steht da vorne denn niemand und guckt nach? Wie läuft 2G im Einzelhandel ab? Also erstmal, wir sind ja nach wie vor mitten in der Corona-Phase. Wir hatten uns alle gewünscht, dass das schon vorbei sei. Das ist jetzt aber nicht so. Ja. Und ich glaube, es ist wirklich nachvollziehbar, dass unsere Politik Regeln aufstellt, die es uns möglich macht, mit diesem Pandemiephänomen umzugehen. Und das ist ja wirklich ein ernstes Thema.
Ich bin sehr froh, dass die Landesregierung zum einen entschieden hat, an der 2G-Regel teilzunehmen, weil es sagt eben, wir brauchen eine klare Spielregel. Und zum anderen bin ich sehr froh, dass unsere Landesregierung sehr vernünftig entschieden hat, dass es per Stichprobe kontrolliert wird. Diese Verordnung ist ehrlicherweise gestern Abend veröffentlicht worden, relativ spät. Das ist wir haben uns in den letzten Jahren daran gewöhnt, Politik stellt sich hin und sagt etwas, aber was das genau heißt für die Ausführenden oder die Betroffenen, kommt einige Tage später, weil das muss dann in der Verwaltung alles natürlich sehr genau und rechtssicher formuliert werden. Und wie gesagt, es ist so, dass unsere Auflage ist, wir müssen mehrmals täglich kontrollieren und diese Kontrolle auch nachhalten. Das haben wir jetzt heute Morgen genauso organisiert. Wer macht das? Ihre Angestellten letztendlich? Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Wir haben Mitarbeiter dafür eingeteilt. Hier im Haus ist es ein Sicherheitsmitarbeiter, der sich auch um sicherheitsrelevante Themen kümmert. Und der macht jetzt Stichproben und hält das dann auch auf einem Formular fest, sodass es auch nachvollziehbar ist, falls die Behörden sich dafür interessieren. Das wird wahrscheinlich so sein, dass es auch da dann Stichproben gibt der Behörden. Das ist, glaube ich, auch wichtig. Weil es bringt ja nichts, eine Regel zu erlassen, die dann nachher nicht kontrollierbar ist, dann wird sie auch nicht eingehalten. Also wir müssen alle erkennen, dass wir mit Corona schon noch sehr vorsichtig umgehen müssen. Ich meine, das war ja ein Kritikpunkt von vielen Einzelhändlerinnen und Einzelhändlern, dass das nicht kontrollierbar ist, dass die Manpower da einfach fehlt, das zu kontrollieren. Aber stichprobenartig soll das jetzt getan werden, von Seiten des Unternehmens und nicht vom Ordnungsamt, richtig? Naja, beides gilt. Es ist nochmal wichtig zu wissen, die 2G-Regel wird in Schleswig-Holstein so ausgelegt, dass wenn man sie nicht einhält, das ist eine Ordnungswidrigkeit und es ist die Ordnungswidrigkeit desjenigen, der sich nicht dran hält, also des Privaten, des Kunden, der das möglicherweise als Ungeimpfter, dann einfach in ein Geschäft reingeht, wo er nicht rein darf als Ungeimpfter. Das ist eine Ordnungswidrigkeit, die derjenige begeht. Das ist also nicht unser Vergehen als Händler. Das ist wichtig zu wissen. Und das ist, finde ich, auch eine gute Auslegung, die dieses Land Schleswig-Holstein da getroffen hat. Weil so ist es leistbar. Und durch die Festlegung, dass es eine Stichprobe geht, ist es auch leistbar. Wir müssen ja insgesamt an alle Handelsformate denken. Und es gibt ja die allermeisten Geschäfte hier in Husum, sind ja viel kleiner als wir, sind vielleicht so Quadratmeterzahl 100 oder 150 Quadratmeter. Da steht zu den Randzeiten ein Mitarbeiter oder zwei. Wenn die jetzt einen an die Tür stellen müssten, das wäre von der Kostenbelastung und vom Personaleinsatz, das wäre überhaupt nicht leistbar. Insofern ist diese Regelung gut. Also finde ich den Aufschrei, den ich bei Social Media mitbekommen habe, gar nicht mal so berechtigt von Seiten des Unternehmens, weil das handelbar ist. Aber es gab natürlich einen Aufschrei bei vielen Kunden, die nicht geimpft sind, vielleicht sich nicht impfen lassen dürfen. Ja. Ich glaube, dass die Zeit ist hier heute Morgen zu kurz, um jetzt insgesamt über das gesellschaftliche Phänomen Impfen, Impfpflicht und was es da jetzt alles an Themen möchte ich auch gar nicht zu sprechen. Ja, ich möchte wir müssen uns als Gesellschaft einfach klar werden, wir müssen mit diesem Corona-Phänomen gemeinsam umgehen und gemeinsam Lösungen finden. Was sind wirtschaftliche Folgen? Was glaubst du, was sind wirtschaftliche Folgen von dieser 2G-Regelung im Einzelhandel? Was ich bei Social Media aufgeschnappt habe, ist, dass ganz viele geschrieben haben, dann hat der Einzelhandel selbst Schuld, jetzt kaufe ich nur noch online. Das habe ich leider sehr häufig gelesen, mit sehr vielen Likes und Daumen hoch begleitet das Ganze. Da ist natürlich viel gefährliches Halbwissen bei. Daraus schließe ich, dass die Leute denken, der Einzelhandel hat das beschlossen. Ist ja gar nicht so. Aber trotzdem, dieses Mindset bleibt ja, dass wir nicht mehr einkaufen dürfen vor Ort, dann kaufe ich nur noch online. Ist das eine Befürchtung, die du auch hast, dass man diese Menschen jetzt endgültig an den Onlinehandel verliert? Also, die ganze Corona-Phase, die ganze Corona-Pandemie hat insgesamt bis heute natürlich einen enormen Effekt auf die Verbrauchsgewohnheiten, auf die täglichen Gewohnheiten der Menschen. Wir wurden ja alle im Lockdown gezwungen, komplett unsere Perspektive zu verändern. Es war ja zuerst ja die Frage, wie geht denn das jetzt überhaupt? Wo kann ich denn jetzt die Dinge, die ich mir jetzt gerade, die ich benötige, die ich brauche,
wie kann ich die denn überhaupt kaufen? Und das Ganze hat natürlich dazu geführt, dass wie so ein Turbo-Effekt für die ganze Online-Handelsszenerie gewirkt hat. Das ist als stationärer Händler gesehen erstmal ein Problem. Auf der anderen Seite, wir betreiben selber auch einen Online-Shop. Der ist im Verhältnis eher klein, aber der hat sich sehr gut entwickelt. Und ich glaube, es ist eben ganz wichtig zu erkennen, und das macht Corona, macht dann nochmal ein sehr klares Ausrufezeichen, wie wichtig es ist, dass wenn man ein modernes Angebot für den Kunden bietet, das muss ein gutes Geschäft sein, ein guter Laden sein, aber dazu gehört auch eine vernünftige Online-Plattform oder ein Online-Angebot, weil sonst ist der Kunde schnell weg. Ist diese Erkenntnis bei dir durch Corona gekommen oder war die auch schon vorher da? Nein, die Erkenntnis war sicherlich schon vorher da, aber sie ist durch Corona nochmal enorm verstärkt worden. In diesen ersten dunklen Wochen des ersten Lockdowns ist bei mir oder bei uns hier in den Husumer Wirtschaftsverein, übrigens die Werbegemeinschaft ist nicht der größte, wir Kommerzium. Sind vielleicht wichtig. Kommerzium ist aber der größte. Aber die IGO, Interessengemeinschaft des Gewerbegebietes, die sind an Mitgliedern, sind die mehr, weil da natürlich ganz viele auch hingezogen sind in den letzten Jahren. Das ist ja verständlich. Und in diesen ersten Wochen haben wir zusammen mit dem Vorstand der IGO-Werbegemeinschaft diese Idee entwickelt, wir müssten doch eine gemeinsame digitale Möglichkeit haben. Plattform ist denn das große Wort. Eine digitale Möglichkeit, uns zu vernetzen, auf unsere Angebote, auf Termine, auf all diese Dinge hinzuweisen. Und ich würde mal sagen, das ist so ein kleiner Anstoß dafür gewesen, für diese Entwicklung von hier gefällt mir. Darüber wurde bei dir auch schon gesprochen, habe ich gehört. Ja. Und da gibt es ja jetzt eine ganz spannende Entwicklung, die dazu führen kann, dass wir in gesamt Nordfriesland eine gemeinsame digitale Möglichkeit haben, dort zu verkaufen, dort zu informieren und uns gegenseitig zu stärken, auch als Region, als Händler, als Dienstleister und für alle Bürger. Finde ich sehr spannend. Möchte ich gleich nochmal näher drauf eingehen. Einmal noch auf Ihr Haus zu sprechen zu kommen, C.J. Schmidt, rückblickend 2021. Kann man jetzt schon mal Bilanz ziehen? Wirtschaftlich erfolgreiches Jahr oder nicht? Was waren Höhen, was waren Tiefen? Natürlich. Ja, das ist genau das Stichwort, Höhen und Tiefen. Ich habe noch nie ein Jahr erlebt. Das ist gut, das letzte Jahr war jetzt auch schon extrem. Ich habe noch keine Phase erlebt, in der Höhen und Tiefen so dicht beieinander und so hoch in der Volatilität, im Ausschlag waren. Also wir hatten nach dem zweiten Lockdown, hatten wir hier ja noch unseren privaten dritten Lockdown bei C.E. Schmidt im März, April, wo wir ein paar Corona-Fälle in der Firma hatten. Und aus großer Vorsicht wurden dann alle Mitarbeiter dieses Hauses in Quarantäne geschickt. Das war vielleicht ein bisschen eine heftige Reaktion, aber das mussten wir hinnehmen. Ein Gesundheitsamt kann auch nur von draußen reingucken und musste eben sehr vorsichtig sein. Was dann sehr, sehr ärgerlich war, war, wie eine örtliche Tageszeitung dann mit dem ganzen Thema umgegangen ist. Aber das nur am Rande. Das Jahr ist abgesehen von diesen Tiefschlägen ein wirklich spannendes Jahr gewesen, weil ich werde rot im Gesicht, wenn ich mir das nochmal klar mache, was für emotionale Erlebnisse wir hatten mit unserem Team. Also die waren über Ostern alle zwei Wochen in Quarantäne, wegen der Firma sozusagen. Und ich hatte die größte Befürchtung, dass wir massenweise Kündigungen, Beschimpfungen und dass die also mir als Geschäftsführer das auch sehr, sehr übel nehmen würden. Und eigentlich ist genau das Gegenteil passiert. Wir sind noch enger als Mannschaft, als Team zusammengewachsen. Ich habe erlebt, was für tolle Persönlichkeiten wir bei uns hier haben im Haus, die den klaren Willen haben, diese Firma nach vorne zu bringen und dass wir uns von diesem Niederschlag, den wir da hatten, davon nicht erledigen lassen wollen. Also das war eine tolle Erkenntnis. Wir haben dann, als wir wieder auf hatten, tolle Reaktionen der Kunden bekommen, die gesagt haben, wie schön, dass wir wieder
zu C. Schmidt kommen können, dass wir uns hier wieder verwöhnen lassen können, weil dieser menschliche Effekt hat vielen gefehlt. Und der persönliche Umgang mit den Menschen ist eben eine ganz große Stärke von C. Schmidt. Insofern war es ein gutes Jahr. Und dann wirtschaftlich gesehen, wenn ich die Lockdown-Phase mal rausnehme, das ist schwer zu behaupten, weil ein stationärer Händler wie wir sind darauf angewiesen, dass wir jeden Tag verkaufen. Davon bezahlen wir auch unsere Löhne und mit dem Geld, was wir einnehmen, jeden Tag dem Umsatz, zahlen wir auch die Rechnung für die Ware, die reinkommt. Also wir kriegen jeden Tag 250 Pakete von Lieferanten aus der ganzen Welt sozusagen. Und diese Ware, die kam auch im Lockdown, weil die ist bestellt. Wir bestellen unsere Sortimente in der Regel ein halbes Jahr, bevor sie geliefert werden, weil die eben aus vielen Herrenländern und manchmal auch von weit her kommen. Insofern, das war wirtschaftlich alles sehr kompliziert, aber der Staat hat geholfen mit dem Kurzarbeitergeld und mit der Überbrückungshilfe. Das Geld ist bei uns noch nicht angekommen, aber es ist beantragt. Insofern, das kann ich noch nicht behaupten. Aber wir haben in den Monaten danach eigentlich eine tolle Entwicklung gehabt. Und da sind wir in Schleswig-Holstein hier, vielleicht auch an der Küste, Nordseeküste, auch ein bisschen im Glück sozusagen des Moments. Viele Leute sind nicht weit verreist in diesem Jahr, haben keine Fernreisen gemacht, sondern sind an die Nordsee gefahren, weil sie wissen, dass es hier schön ist. Und die sind dann, wenn das Wetter mal nicht so ganz super war, dann auch eben nach Husum gekommen und haben überraschend festgestellt, dass es hier ein gutes Angebot gibt und nette Leute. Insofern haben wir im Sommer sehr gute Geschäfte gemacht. Und dieser Sommer, der ging fast bis in Anfang November, diese lange Nachsaison. Man kann ja sagen, trotz der hiesigen Infrastruktur kamen die Leute nach Husum und haben sich hier wohlgefühlt. Ja, also klar, genau. Trotzdem kann man an der Infrastruktur eine ganze Menge tun. Wollen wir auch gleich drüber sprechen, was man da tun kann, ob Sie da Vorstellungen haben, gehe ich mal stark von aus. Im letzten Jahr war Thema in unserem Podcast auch, dass die Ware gar nicht erst ankam, wegen Corona unter anderem. Ja, wie ist das denn? Ist das immer noch so? Ja, in Teilen ist das nach wie vor so. Das lesen wir ja auch jeden Tag in den News, in den Zeitungen, in den Schlagzeilen, dass die sogenannten Lieferketten irgendwie unterbrochen sind. Gerade unsere Branche ist extrem arbeitsteilig aufgestellt. Manchmal ist das so, dass von einem, sagen wir mal, eine Hose, da kommt der Oberstoff aus einem Land. Der Reißverschluss kommt oftmals aus Deutschland, weil es so ein sehr mechanisches Ding ist. Die Knöpfe kommen woanders her und genäht wird es dann in einem vierten Land. Und wenn dann in einem Land etwas nicht so schnell wie bestellt oder wie gedacht kommt oder geliefert werden kann, dann bleibt die Produktion fürs ganze Stück ja liegen. Der Seetransport ist ein anderes Thema. Die Container sind sehr knapp, die Schiffskapazitäten sind zu knapp. Das erholt sich erst sehr langsam. Also wir haben für Importlieferungen, die wir entweder direkt oder über Lieferanten bekommen, im Moment manchmal 2, manchmal 3 Monate Verzögerung. Das ist dann manchmal ein bisschen schwierig, weil wir sehr zeitpunktbezogen Sortimente einkaufen. Also wenn die Daunenjacke jetzt nicht da ist, und sie kommt im März, wenn wir auf Frühjahrsmode eingestellt sind, dann wollen wir die Krokusse feiern, dann hat diese Jacke kaum noch eine Chance. Also muss viel zusammenlaufen, dass tatsächlich eine Jacke hier ankommt. Genau. Peter, ich muss denn einmal auf den Nebensatz zu sprechen kommen, den du gerade genannt hattest. Als der Corona-Ausbruch Frühjahr 2021 hier im Hause war, hattest du die Berichterstattung einer hiesigen Zeitung gerade angesprochen, kritisiert. Was hast du dir denn anders gewünscht in diesen Berichten? Ich meine, war ja Gesprächsthema in der Stadt. Ja, ich meine, das ist jetzt lange her, da ist vielleicht auch schon ein bisschen Gras drüber gewachsen. Aber was insgesamt feststellbar ist, dass es offensichtlich einen anderen Stil gibt, wie man meint, in Zeiten, wo die Leute weniger Zeitung lesen, wo immer weniger Leute Zeitung lesen, die Leute, die Zeitung lesen, immer älter werden, dass man mit reißerischen Aufmachungen, mit reißerischen und oft negativen Schlagzeilen versucht, die Menschen zu greifen. Das ist zwar keine neue Botschaft, aber das greift offensichtlich auch immer mehr auf die Tageszeitungen über. Und damit verkürzt man die Inhalte oder man verdreht sie auch. Und so scheint es mir, ist das eingerissen und das ist keine gute Entwicklung aus meiner Sicht.
Selbiges ist ja auch passiert beim Wirtschaftsstammtisch, der Mitte November stattgefunden hat. Da wurden ja auch Worte an die Stadt gerichtet von Ihnen. Und da, habe ich gehört, waren Sie ja auch nicht ganz zufrieden mit der Berichterstattung über diesen Abend, richtig? Naja gut, also zufrieden muss man natürlich auch nicht sein. Ich muss nicht, also das ist nicht, das ergibt nicht der Anspruch einer Tageszeitung, dass sie die Betroffenen zufrieden macht, sondern eine Tageszeitung soll informieren. Ich wünsche mir aber von einer Tageszeitung oder überhaupt von den Medien, dass sie sauber unterscheiden, dass sie eine klare Berichterstattung bringen und die muss möglichst richtig sein. Und dann kann es eine Bewertung dazu geben, aber das darf nicht durcheinander fließen. Und das, finde ich, ist guter Journalismus, wenn eine Berichterstattung kommt und dann kommt eine Kommentierung oder eine Bewertung dazu. Das ist richtig. Aber dadurch, dass Tageszeitungen meinen, sie haben das Meinungsmonopol, ist das manchmal ein bisschen missverständlich. Und ich glaube, wir sind als freie Bürger in so einer kleinen Stadt auch gut geraten, zum Beispiel ein Podcast-Niveau oder Medium zu nutzen, um auch unsere Meinung mal klar zu formulieren. Insofern vielen Dank für die Möglichkeit, dass ich hier diese Worte einmal so direkt nach außen bringen kann. Okay, ich habe ja eben versucht, einen Übergang hinzubekommen mit dem angesprochenen Wirtschaftsstammtisch. Es waren 80 Leute ungefähr anwesend. Viele haben dann auch die Zeitung gelesen, um zu wissen, was wurde da überhaupt gesagt. Aber kannst du das nochmal wiedergeben, was an diesem Wirtschaftsstammtischabend besprochen wurde und welche Punkte auch an die Stadt getragen worden sind von Seiten des Kommerziums? Das ging an dem Abend um eigentlich zwei wesentliche Themen. Das eine, welche Chancen hat Husum im Tourismus? Ich hatte da ein Foto von der Brandruine des Nordseehotels nochmal gezeigt. Es ist ja für jeden offensichtlich, dass das eigentlich unmöglich ist, dass dieses Ding da immer noch steht, dass es da keine Entwicklung geht. Ich glaube, das geht jedem Husumer, ob der jetzt im Rathaus arbeitet, in der Politik ist oder allen anderen Bürgern so. Die Frage ist, wie wir damit umgehen und wie dynamisch wir uns damit mit dem Prozess, der da dranhängt, wie wir uns damit befassen. Wir wünschen uns, dass es nicht nur dieses alte Ding da endlich mal wegkommt, weil es ist ja ein furchtbares Zeichen, wie wir eigentlich mit so einem wunderbaren Ort, direkt Übergang zum Nationalpark, also Husums Erholung hieß es früher, wie wir damit umgehen als Husumer. Wir lassen zu, dass da immer noch, ich glaube jetzt im 5. Jahr, eine Brandruine steht. Das ist ein schlechtes Zeichen für unsere Einstellung, wie wir mit so einem wertvollen Ort umgehen. Aber es ist auch ein ganz schlechtes Zeichen für unsere Einstellung zum Tourismus. Darüber haben wir ein bisschen gesprochen und wir haben wir hatten einen Referenten eingeladen, der richtig viel vom Tourismus und von infrastruktureller Ansiedlung im Tourismus in Schleswig-Holstein versteht. Frank Behrens war früher bei der WTSH. Was ist das? Das ist die Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landes Schleswig-Holstein. Und er war da der Spezialist für touristische Projekte. Und er hat signalisiert, dass Leuchtturmprojekte im Tourismus einer Stadt gut tun, nicht nur in der Frage Anziehungskraft für die Gäste, für den Fremdenverkehr, sondern dass es auch wirtschaftlich gute Konsequenzen hat, dass daraus Folgeinvestitionen entstehen, dass daraus Gewerbesteuer, dass dadurch Arbeitsplätze entstehen oder gebunden werden. Und darauf hat er hingewiesen und diese Argumentationslage war sehr wichtig. Das war der eine Punkt. Der andere Punkt... Darf ich da kurz reingehen, um das ein bisschen greifbarer zu machen? Beispiel Büsum war das ja, das er unter anderem genannt hat. Ja. In Büsum wurde privat investiert. Es wurde vom Land erst investiert, ja, und in der Folge wurde auch privat. Ein Hotel ist entstanden, ja, und diese komplette Region hat sich ja dadurch verändert. Ja. Das war natürlich ein Beispiel. Und was heißt Leuchtturmprojekt? Was ist damit gemeint? Da wird ja kein Leuchtturm gebaut. Nein, es geht nicht um den Leuchtturm als Navigation für die Schifffahrt, sondern mit der Aussage, dass Leuchttürme Strahlkraft haben. Deutlich weiter strahlen
als das eigentliche Monument sozusagen oder das eigentliche Gebäude. Was könnte denn so ein Leuchtturmprojekt in Husum sein? Es ist ja die Idee, an dem Standort eine neue Hotelansiedlung zu betreiben. Also die Idee gibt es? Ein Nationalpark Lodge ist der Arbeitstitel. Okay. Das Projekt gibt es, aber das entwickelt sich sehr, sehr langsam. Zugegebenerweise ist es auch kompliziert, weil der Deich muss irgendwann mal gebaut werden und da gibt es Naturschutzgebiete und dann gibt es eben diese Brandruine und verschiedene Interessenten von den verschiedenen Stakeholdern. Und wir würden uns wünschen, dass da eine größere Dynamik drin passiert in dem Projekt. Aber da bin ich bedingt positiv, dass da auch in der Zukunft einiges passieren wird. Warum bist du das? Weil ich mit einigen Leuten in Kontakt stehe, die in dieser Projektarbeit tief drin sind. Und ich bin auch sehr überzeugt, dass wir Husum so langsam dieses Husumer, dieses Tourismusgehen, was Husum bis jetzt noch ein bisschen fehlt, dass wir das hier entwickeln, dass wir eine Einstellung dazu bekommen, dass Tourismus was Gutes ist für Husum, dass wir nicht nur Mittelpunkt einer Tourismusregion sind, sondern dass auch Husum selber etwas für Touristen anbieten kann. Das ist mein großer Wunsch und da bin ich hoffnungsfroh. Aber erstmal muss das Ding doch weg. Erstmal muss doch diese Brandruine abgerissen werden. Ja, das ist nur leider kompliziert. Genau. Sprengt auch ein bisschen den Rahmen, weil das sind ja privatwirtschaftliche oder private Angelegenheiten, Eigentumsverhältnisse. Das ist von außen ein bisschen schwer nachvollziehbar. Ist es. Ich habe bloß die Befürchtung, wenn man an die Kreuzung beim Bahnhof denkt, von Rödemis kommend in die Innenstadt hineinfahren, ist ja diese alte Tankstelle da immer noch. Die steht ja seit Jahrzehnten da, liegt brach. Ja. Da ist natürlich die große Befürchtung, dass das mit dem Nordseehotel auch so passiert. Ja. Das darf natürlich nicht passieren. Ja. Aber also das Kommerzium versucht Einfluss zu nehmen auf diese Projektarbeit, die bei der Stadt dort läuft. Da sind wir an einigen Sitzungen mit dran beteiligt und versuchen da auch unseren Einfluss auszuüben. Aber ich darf noch mal sagen, da bin ich bedingt positiv, dass das irgendwann passiert. Nur leider ist es noch nicht so direkt greifbar und sichtbar. Okay. Dann bin ich dir eben ins Wort gefallen. Du hattest gerade referiert, was an dem Abend noch gesagt wurde. Also einmal Leuchtturmprojekte in Richtung Tourismus. Mhm. Was noch? Ich habe an dem Abend angesprochen, dass wir im Kommerzium frustriert sind, dass in Sachen Stadtentwicklung im Moment so ein paar Dinge aus unserer Sicht nicht so glücklich laufen. Zum Beispiel? Zum einen ist es die Frage des Standorts des neuen Schwimmbades. Husum braucht ein neues Schwimmbad, das alte Schwimmbad ist technisch verbraucht. Und es ist wichtig, dass Husum ein neues Schwimmbad bekommt. Wir würden uns aus der Wirtschaft wünschen, viele Leute in der Politik auch, ich glaube auch viele Bürger, würden sich wünschen, ein Schwimmbad so zu positionieren, so zu planen, dass es nicht nur für die Husumer zum Schwimmen, sondern auch für Gäste von außen attraktiv ist und dass es auch einen touristischen Mehrwert hat. Dann müsste man es auch an einen Standort legen, wo das eben möglich ist. Die Stadt hat sich aber dafür entschieden, hinter dem Baumarkt an der Flensburger Chaussee ein Grundstück zu reservieren, wo sie das hinplanen wollen. Daneben soll eine Kartbahn gebaut werden, daneben soll dann noch ein Trainingsräume für Sportvereine entstehen, ein Hotel soll gebaut werden. Also eine ganz große Konzeption, wie wir jetzt hören, gelesen haben. Die Kartbahn-Leute haben sich zurückgezogen. Die Interessenten für eine Hotelentwicklung haben auch gesagt, nö, an dem Standort wollen wir nicht. Und am Ende ist jetzt klar geworden, dass die Stadt 0 € Zuschuss bekommt für die Investition des Schwimmbades an der Stelle. Weil der touristische Mehrwert nicht mehr gegeben ist. Wohingegen, wenn man einen Standort wählen würde, der einen touristischen Mehrwert hat, den müsste man dann natürlich in einem Gutachten nachweisen, aber das sagen Berater, das ist möglich, dann würde es möglicherweise eine hohe Förderung geben. Auf die verzichtet die Stadt. Auf der anderen Seite ist die Haushaltslage eher eng, wird in Teilen sogar schwierig.
Und in der Konsequenz fehlt dann das Geld an anderer Stelle, um eine dringend notwendige Stadtentwicklung voranzutreiben. Als Beispiel in der Innenstadt. Komm nochmal zurück auf Corona. Corona hat einen unheimlichen Druck auf den stationären Einzelhandel ausgeübt. Wir haben Leerstände, wir haben die Situation, dass Geschäfte aufgegeben haben, weil sie diese Lockdown-Phase nicht überstanden haben. Und der Online-Boom führt sowieso dazu, dass der typische stationäre, auch oftmals der kleinere Einzelhändler, mehr Schwierigkeiten bekommt. Und deshalb ist es notwendig, dass eine Stadt, eine Innenstadt, wenn sie denn eine Einkaufs-Innenstadt ist, und das ist Husum, dann muss sich eine Innenstadt entsprechend umstellen, um Verweilqualität, Aufenthaltsqualität zu liefern, um auch mit den unterschiedlichen Verkehrsarten sinnvoll miteinander umzugehen. Bei Verkehr denkt man oftmals in erster Linie an den Autoverkehr, den Individualverkehr, aber es gibt den ÖPNV, es gibt den Fußgänger, es gibt den Fahrradfahrer, die Leute, die einfach nur irgendwo hingehen und sitzen bleiben wollen. Das sind alles Verkehrsteilnehmer und da muss es eine gute Balance, einen guten Kompromiss geben. Das ist leider im Moment in Husum sehr einfach strukturiert. Die Innenstadt ist seit über 30 Jahren in dem gleichen Zustand und es gibt keine Bereitschaft von der Politik und der Verwaltung, sich dieser Diskussion zu stellen, dass wir dort etwas ändern müssen. Und ich habe die Befürchtung, dass diese auch enge Haushaltslage, die mit dem Schwimmbad zusammenhängt, dazu führt, dass man sagt, nee, da machen wir jetzt gar nichts. Und es ist so widersprüchlich. Aus dem Land, aus dem Bund wissen wir, dass es Förderprogramme gibt, um Innenstadtentwicklung zu fördern, neue Konzeptionen zu entwickeln. Das wird von der Politik hier nicht gewünscht. Das finden wir traurig. Das Warum wird das nicht gewünscht? Kann man sich doch gar nicht vorstellen. Man sagt uns, wir haben keine Kapazität, darüber wollen wir jetzt nicht reden. Soll in zwei Jahren passieren, wenn ein neuer Mitarbeiter im Tiefbauamt kommt. Und das können wir nicht ertragen, das können wir auch nicht dulden. Wir haben ein Recht. Wir leben ja in einem freien Land. Wir haben ein Recht auf unsere Meinung und wir haben auch den Anspruch, diese Innenstadt attraktiv zu halten. Hier ist ja vieles Gutes entstanden. Wir haben ein tolles Parkleitsystem, wir haben ein gutes Parkhauskonzept oder Parkplatzkonzept. Wir haben ein Theo, das vor ungefähr zwei Jahren eröffnet. Das hat Husum enorm nach vorne gebracht. Aber die Konsequenzen, wie hier die Menschen über die Straße kommen, wie hier geparkt werden kann, das ist ein komplettes Durcheinander. Und das ist traurig, dass man uns dort das Gespräch verweigert um eine Entwicklung. Das müssen ja gar nicht Riesenmaßnahmen sein. Vor Jahren ging hier die Diskussion durch die Stadt, es müsste Shared Space kommen, alles, holländische Entwicklung, alles in einem Niveau, ganz doll. Kostet Millionen, das zu machen. Ich glaube, darum geht es gar nicht unbedingt, sondern es geht darum, sich die Funktionen und die Ansprüche, die 2021 oder bald haben wir ja 2022 herrschen, in Zeiten von Online-Boom und nach Corona. Was hat sich dann geändert? Darüber möchten wir gerne mit der Stadt abgestimmt mit den Anliegern sprechen, um dort zu besseren Entwicklungen zu kommen. Ich möchte mal eine Zahl nennen, um auf Schwimmbad zurückzukommen. Ich hatte gelesen, 20 bis 25 Millionen Euro an Eigenmitteln werden veranschlagt für dieses neue Schwimmbad. Ja, es werden jetzt 30, es werden wahrscheinlich locker über 30. Das ist das eine, das ist die Erstinvestition in Beton und Stahl, damit das geöffnet werden kann und damit die Leute da drin schwimmen können. Man weiß aber, dass ein Schwimmbad, auch in Husum das Schwimmbad, was wir jetzt haben, eine Dauersubvention braucht. Es ist defizitär. Es ist defizitär, das heißt, die Stadt muss 500 bis zu einer Million jährlich in den Unterhalt, also in den Dauerbetrieb stecken. Das heißt, auf 30 Jahre Lebensdauer sind das nochmal 30 Millionen. Also zusammen sind das 60 Millionen. Das ist die größte Einzelinvestition, die diese Stadt jemals gemacht hat. Und da sagen wir eben, liebe Leute, lass uns doch mal überlegen, einen Standort zu finden, wo es möglicherweise dann eine Förderung gibt vom Land oder EU. Und wenn Touristen dazukommen, die Eintrittsgelder, die die Touristen zahlen, die helfen auch diese Dauersubvention, dieses jährliche Defizit
kleiner zu machen. Okay. Wir haben der Verwaltung vor kurzem nochmal neue Vorschläge für alternative Standorte gemacht. Ja, erleuchtet uns mal. Ich bin gespannt, ob man auf diese Gespräche eingehen wird. Wo könnten diese Standorte, oder wo sind diese von Ihnen vorgeschlagenen Standorte für ein neues Schwimmbad? Für ein das sind jetzt nicht nur Ideen, die von mir kommen, die kommen aus verschiedenen Richtungen. Das sind, das ist schwierig, so in der Öffentlichkeit darüber zu reden, weil das eben teilweise auch privates Gelände ist, wo man die Eigentümerfragen dann natürlich klären muss. Es ist zumindest zentraler. Ja. Als draußen in der Flensburger Chaussee. Ja. Was ist denn dein konkreter Wunsch? Was kommt noch um dieses Schwimmbad herum? Was kann da noch passieren, damit dieser touristische Mehrwert auch gegeben ist, nicht nur location-bedingt? Die Kartbahn war ja eine Elektro-Kartbahn, zurückgezogen aus wirtschaftlichen Gründen. Was ist dein Wunsch an dieses Schwimmbad, Schwimmbadkomplex? Also wir können uns vorstellen, dass man das Schwimmbad versucht an eine Stelle zu legen, wo die Erreichbarkeit der Stadt, die Erreichbarkeit von vielleicht Hotels, also Übernachtungsmöglichkeiten, in der Nähe liegt, sodass es Kooperationen, dass es Synergien mit Nutzungen geben kann von anderen Zielgruppen. Ob die Schüler mit dem Bus von der, ich sag mal, Hermann-Tass- oder Bürgerschule ins Gewerbegebiet fahren oder mit dem Fahrrad im Stadtgebiet bleiben oder mit dem Bus irgendwo hier an eine Location fahren, das ist fast egal. Also man fährt in die eine oder in die andere Richtung. Wichtig wäre das Gesamtkonzept. Und da nochmal am Anfang haben wir über die touristische Ausstrahlung dieser Stadt gesprochen. Es würde uns gut tun, wenn wir auch bei dem Thema Schwimmbadentwicklung diese Frage nochmal wieder neu beleuchten. Die Politik hat sich ja entschieden. Jetzt gibt es die neuen Erkenntnisse. Die Kassenlage ist knapp. Es gibt keine Fördermittel. Die Kartbahn kommt nicht. Und wir würden es begrüßen, wenn man hier nochmal neu nachdenkt, weil das ist ja immer so, ich habe etwas entschieden, dann glaube ich, habe ich mich damit, dann habe ich das abgelegt, dann habe ich das beendet, diese Diskussion. Aber wenn dann neue Erkenntnisse kommen, neue Fakten, dann muss ich mir das Recht herausnehmen dürfen, auch neu zu bewerten, neu darüber nachzudenken. Das erleben wir ja mit Corona jeden Tag. Also vor einem halben Jahr haben alle gesagt, es gibt keine Impfpflicht, jetzt diskutieren alle die vor einem halben Jahr gesagt haben, es gibt keine Impfpflicht, diskutieren jetzt alle darüber, wie man diese Impfpflicht irgendwie einführen kann. Mein letztes Thema soll für heute sein Stadtverwaltung. Hört man ja auch immer von dir, will ich sagen, dass dir die Stadtverwaltung ein Dorn im Auge ist, aber was sind deine Gedanken zu unserer Stadtverwaltung oder zu unserem größten Stadtverwalter, letztendlich dem Bürgermeister? Also ich glaube, wir haben eine gute Stadtverwaltung. Wir haben hier sehr kurze Wege, wir kennen uns. Das ist ein großer Vorteil in so einer kleinen Stadt. Das hat man in der Schule ja mal gelernt, ne? Erstmal das Positive hervorheben und dann... Nö, das ist, glaube ich, Lebenserfahrung. Okay. Wenn wir uns das Wort nochmal angucken, Stadtverwaltung, dann ist eigentlich da schon klar, worum es geht. Wir sind ja ein hochentwickelter Staat, gerade wir in Deutschland. Wir regeln alles extrem genau und klar. Es gibt Gesetze, Paragraphen, Verordnungen für eigentlich fast alles und jeden. Also ich denke nochmal ans Impfen. Man muss 8 irgendwelche Zettel unterschreiben, wenn man geimpft wird. Wild. In anderen Ländern gibt es irgendwie einen Klick auf dem digitalen Gerät. Läuft durch Walmart. Das ist Deutschland. Ja. Das ist Verwaltung. Das hat vieles Gutes. Ja. Aber es trägt eben auch ein gewisses Phänomen mit sich, dass wir uns eben in der Verwaltung oft einfach mit dem Vorgang, mit dem Abarbeiten, passt das zu einer Verordnung? Wenn nein, okay, dann geht das eben nicht. Und man mag es mir nachsehen, dass ich oftmals anders an Themen rangehe, und das sehen wir auch bei uns im Kommerzium so, dass es nicht nur um das Verwalten von Themen oder Angelegenheiten geht, sondern es geht um die Entwicklung von Fragen. Es geht oftmals ja um das Phänomen, wir entdecken irgendwo etwas, was nicht so funktioniert, wie es vielleicht, wie man oder wie sich verschiedene Leute das vorstellen. Wir erkennen ein Problem
Und dann wollen wir dieses Problem nicht verwalten, sondern wir wollen dieses Problem lösen. Wir haben Verkehre, die sich anders entwickeln als geplant. Dann hätten wir gerne Lösungen damit. Also nehmen wir das Phänomen, im Gewerbegebiet gibt es ein paar Straßen, die seit Jahren komplett überlastet sind, weil sich da viele Firmen angesiedelt haben. Ja. In der Siemensstraße, in der Industriestraße. Da ist jetzt politisches Handeln notwendig, weil es lähmt die Firmen. Es führt zu Frust, es führt zu drohender Abwanderung von Firmen, von Arbeitsplätzen, von dann auch Gewerbesteuer. Und da braucht es Lösungen. Und da braucht es nicht Paragraphen und den Hinweis, haben wir beschlossen, vor 2 Jahren wird nichts passieren. Die Situation wird immer schlimmer. Als wir den B5-Stau hier in Husum hatten oder die B5-Problematik, die wir die nächsten 10 Jahre haben werden, weil die B5 wird über 10 Jahre ausgebaut, wenn es reicht. Das heißt, wir werden immer wieder heftige Verkehrssituationen in Husum haben. Und da brauchen wir pragmatische Lösungen. Da müssen wir Lösungen entwickeln und nicht verwalten, nicht das Problem verwalten. Und das ist unser Anspruch an die Stadtverwaltung. Das wissen die, das ist jetzt keine Überraschung, wenn jetzt vielleicht der Bürgermeister zuhört, das weiß er. Ich fürchte, er hat schon abgeschaltet. Das glaube ich nicht. Wir sind im Dialog und wir sind auch in einem guten Dialog. Aber das ist unsere Erwartung, dass wir die Themen auch entwickeln, die Stadt entwickeln, weiterentwickeln, die Innenstadt entwickeln, haben wir gerade drüber gesprochen. Ist das ein Husumer Phänomen? Kannst du das beurteilen? Ich kann das so genau nicht von anderen Standorten im Vergleich beurteilen. Ich kann jetzt hier nur über Husum sprechen. Gut, dann ganz kurz, letzte Frage. Ich frage mich nämlich immer, wenn die Touristenströme nach Husum kommen, denke ich immer, Mann, was wollt ihr eigentlich hier? Kannst du die Touristen nachvollziehen, dass sie ihren Urlaub in Husum verbringen, bei diesen ganzen Baustellen, die wir hier haben? Also, man kommt ja nach Husum wegen ganz vieler Aspekte, weil wir eine tolle Innenstadt haben, weil wir diese Hafenatmosphäre haben, wegen der Kultur, Theodor Storm, Schifffahrtsmuseum, Nordfrieslandmuseum. Also da gibt es ja ganz, ganz viele Gründe. Und die Baustellen sind dann ein Ärgernis. Das wird geduldet. Man muss nur gucken, dass dieses Ärgernis für Leute, die hier häufig herkommen zum Einkaufen, vielleicht unsere Kunden, dass wir die nicht komplett vor den Kopf stoßen. Und da ist so ein bisschen eine Befürchtung in der B5-Thematik, das wird uns über viele, viele Jahre begleiten. Und da ist unsere Erwartung, dass wir pragmatische Lösungen finden, um die städtischen Verkehre entsprechend der Baustellenproblematik, der Umgehungsstraße der B5, dort dann auch finden und schnell reagieren. Gut. Peter, meine letzte Frage im Podcast ist immer die gleiche, denn ich wollte schon immer mal eine Tasse Tee mit dir trinken. Mit wem würdest du denn mal eine Tasse Tee trinken, wenn du könntest? Ja, ich greife jetzt mal weit. Im letzten Jahr hatte ich Florian Lorenzen, by the way. Ja, die Tasse Tee hat es gegeben. Gut. Und das war sehr gut. Er ist ein großer Unterstützer unserer Kampagne von hier, gefällt mir. Das finde ich sehr beachtlich. Ich greife jetzt mal ein bisschen weiter. Unsere Bundeskanzlerin, die in den nächsten Tagen ausscheidet, die trinkt gerne Tee. Und das wird aller Voraussicht nach ja nicht passieren. Aber wenn ich die Gelegenheit hätte, dann fände ich es sehr spannend, mit ihr eine Tasse Tee zu trinken, um sie mal ein bisschen sozusagen behind the scenes zu fragen über ihre Erlebnisse. Aber das ist ein Gedanke, der wird vielleicht gar nicht eintreten. You never know. Aber man braucht ja Ziele und Träume. Also, Peter Kurs, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Das war Tourist Tea Time mit Peter Kurs. Tore, vielen Dank.